Mein Name ist das Fähnchen und ich bin Ihr heutiger Tramfahrer. Machen wir erstmal die Tür zu. Und jetzt abdüsen. So, Haltestellenbremse rein und Türen auf. Türen auf. Hallo. Hör mal, mach die Türen auf. Ah, die spinnen heute wieder. Yo, Servus. Wollen Sie mitfahren? Ich habe leider keine Ahnung, wie man diesen Zug hier bedient. Ich meine, ich würde jetzt einfach Rampe rausholen, aber ich glaube, das ist ein bisschen zu einfach für dieses Spiel. Mal feste vielleicht rein. Heben. Senken. Mal guck dich so an. Hä? Das Ding muss da noch irgendwie runter. Mal kommen Sie rein. Die Rampe ist für Sie unten. Können Sie exakt rauffahren? Soll ich Sie noch anschieben? Oh, geht leider nicht. Ich zähle jetzt bis drei. Dann kommen Sie hier rein. 1, 2, 3. Okay, das reicht mir jetzt. Dann fahre ich halt weiter ohne Sie. Hör zu. Und Abfahrt. Jetzt ganz langsam. Nein, wir wollen ja nicht zu weit rollen. Ne? Wir wollen ja aber auch nicht zu stark abbremsen. Deshalb immer schön sachte. Dauer öffnen. Ich habe die Taste gefunden. Abfahrt. Ich muss echt schon sagen, das Spiel macht echt Spaß. Also, ich finde auch die Umgebung ist schön. Die Grafik ist schön. Kann ich nur empfehlen, dieses Spiel. Hier ist Servus. Aber irgendwie haben wir eine Türstörung. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie gehen diese ganzen Türen hier nicht auf. Moin. So, Achtung. Die Straßenbahn des Vertrauens kommt. Mal Platz hier. Ich hab immer Vorfahrt. Wir sind gleich in München noch da. München sieht aber auch richtig schön aus, muss ich sagen. Oh oh. Alles easy. Mei, wir haben eine Türstörung. Ich kann ja auch nicht sagen, wieso sie nicht aufgeht. Ah! Ja, mei, die Türstörung wurde von mir behoben. Ja. Können Sie mich bitte vorbeilassen? Können Sie mich bitte vorbeilassen? Können Sie mir bitte aus dem Weg gehen? Können Sie bitte bayerische reden? Selbst da habt ihr beim Spiel gespart. Da halten Sie mir bitte aus dem Weg gehen? Können Sie mal bitte die Schnauze halten? Die gleichen Voiceline. Ich weiß jetzt nicht so, aber so meines Erachtens dürfte so ein Zug doch gar nicht mit offenen Türen fahren dürfen. So, Service, wir haben halt mal ein bisschen Durchlüftung hier. Eine Tramfahrt hier ist schön, eine Tramfahrt hier ist toll. So, wir warten, sobald es grün ist, fahren wir sofort los. So, Schätze kennen, können wir denn jetzt so... Hör mal, ich will losfahren, du. Guck mal, selbst die Ampel spricht schon in Jugendsprache mit mir. Abfahrt. Ist das hier die nächste Haltestelle? Die müssen wir sogar halten. Hör mal. Können Sie mich bitte vorbeilassen? Können Sie bitte das Maul halten? Zurückbleiben, bitte. Haben wir jetzt grün? Servus, können Sie mir bitte helfen? Ich weiß nicht, ob ich mit dem Zug... Mei. Okay, ne. Geradeaus. Können Sie mich bitte vorbeilassen? Können Sie mich bitte nicht so anschreien? Ich habe auch Gefühle. Abfahrt jetzt. Platz da! Wir müssen den Tram entlang. Servus, ich hab Mittagspause. Können Sie mir bitte vorbeilassen? Ich muss hier auch durch. Ich bin nicht Fahrer. Mach zu die Scheiße jetzt. Ja, also ich muss schon sagen, Tramfahren macht echt Spaß. Ich bin bereit. Achtung! Ist noch grün gewesen. War giftgelb. Giftgelb? Ganz langsam abbremsen. Nicht zu schnell bremsen, dass die Oma hinten auch nicht fliegt. Und jetzt kannst du Türen aufmachen. Achtung, zurückbleiben bitte. Ist noch grün. Das ist noch grün, das schaffen wir noch. Jetzt wieder ganz sachte abbremsen. Nicht zu doll. Ja, Mai, bitte setzen Sie sich auf die noch verfügbaren Plätze, dann ist das hier nicht so voll. Hör mal, was ist mit ihm hier? Hallo, so sind wir alle beisammen. Servus. Der hat nicht zurückgeklingelt. So, Moment. Können Sie mir bitte aus dem Weg gehen? Hallo? Mein Zug rollt. Und das rückwärts. Okay. Das ist ganz normal, liebe Fahrgäste. Das ist eine Übung. Jetzt im Stoff, Uli. Jetzt im Stoff. Alter. Das ist das Spannendste, was bisher passiert ist. Ja, mein Mama grün hier. Ich hab keine Zeit. Dankeschön. Können wir weiter? Achtung. Ich habe noch nie so ein spannendes Spiel gehabt. Wirklich, hier passiert ja auch nichts. Oh, Endstation. Bremsen. Alles easy. Oh. Ja, mein Kollege, haben Sie meinen Zug wieder verlängert oder was? Herr Kollege, ich will jetzt nicht sagen, ne, aber Sie hängen mir schon ganz schön hinten drin. Ja, was machen wir jetzt? Wir haben Gierstand besetzt. Ja, also da hängt halt eine Tram drin, aber ansonsten ist er nicht besetzt. Das ist ein Techno-Beater, Alter.